Und herzlich willkommen zu, ich hoffe, man hört den Ventilator nicht, GeoGasser. Probier das jetzt einfach einmal. Was total fucking weird ist, Bro. Bei Dings, bei meinem E-Mail, was mit den Dings verknüpft ist, mit dem YouTube-Channel verknüpft ist, weil ich bei Doki Doki diese eine Szene im Thumbnail gehabt habe, haben die jetzt auch automatisch geschrieben, irgendwie Depression, Suicidal Behavior, bla bla bla, Alter. Das ist ein Videospiel. Wie blöd kann ein Mensch sein? Der YouTube-Algorithmus versteht nicht, was ein Videospiel ist. Es ist so dumm einfach nur. Egal. Wurscht. So. How the fuck do you play this? Zoom in, zoom out. Was bringt mir, wenn ich Fullscreen Mode gehe? Also muss ich da jetzt quasi einen Pin setzen, schätze ich mal. Okay. Gut, ich hoffe, ich verstehe die UI-Elemente richtig. Das könnte sein. Das ist jetzt schwierig. Also sind da hinten auf jeden Fall so moderne Gebäude. Also das schaut. Es ist weird, weil es schaut, das ist die untere Hälfte von dem Gebäude, schaut irgendwie modern westlich aus. Und die obere Hälfte von dem Gebäude schaut irgendwie so sowjetmäßig aus. Gehen wir mal ein Stück weiter. Sauf. March de Chapelle, also das wird wahrscheinlich Frankreich sein. Das ist jetzt einmal mein 300 IQ-Guess. Aber wo in Frankreich? Franprix. Franprix. Ich habe halt von Frankreich überhaupt keine Ahnung. Der hat dann ein Disability Park, Pharmacie. Also es ist auf jeden Fall keine große Stadt, glaube ich. Also es ist, also ich tippe auf eine provinzielle Stadt. Was Kleineres auf jeden Fall. Okay, also man kann nicht unendlich weit gehen, man kann quasi einen Block gehen. Also es regt mich immer noch auf. Ich muss immer noch dran denken, wie die, Alter, die verstehst die ganze Let's Play Serie von Doki Doki. Haben sie nicht age-restricted und die Folge, nur weil da der Suicide im Thumbnail war. Fuck, Alter. Also ich habe mich ja immer drüber lustig gemacht, wenn die ganzen Leute gesagt haben, ja, das ist so frustrating und so, der Algorithmus und so. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, Alter, habt so einen geilen Job, so halt jetzt die Pappen, gell? Aber ich muss sagen, ich sympathisiere schon die mit denen, weil es ist halt wirklich eine Frechheit, was die eigentlich für Regulatorien haben. Also warte, hä? Kann ich doch weitergehen, warte mal. Mal schauen, ob ich doch weitergehen kann. Verstehst? Also. Es war wirklich, also ich kann wirklich einmal
jüngeren Leuten dann irgendwann davon erzählen, wie es früher war. YouTube, okay, da kann ich nicht weitergehen. Wie es früher war auf YouTube, da hast du halt wirklich, bist du halt wirklich hergegangen und hast einfach irgendwas hochgeladen. Und da hast nicht irgendwelche komischen Droh-Mails fast schon 1984-mäßig kriegt von YouTube, so nach dem Motto, ja, diese Themen da, das darfst du nicht behandeln, weil das ist schon kritisch. Und das Problem, was halt auch an der ganzen Sache ist, ich schaue jetzt mal, ob ich da noch weitergehen kann. Equip the development lokal. Mason Kuno. Wie gesagt, es ist ja nicht so, dass du einfach sagen kannst, ja, ich gehe jetzt auf fucking BitChute oder Odyssey oder so, weil es existiert halt einfach nicht. Es existiert keine gute Alternative, wo man sagen kann, ja. Und ich, genau um solche Mechanismen mir mal genauer anzuschauen, habe ich ja auch diesen ganzen Kanal da gestartet, weil das war ja auch der Sinn. Weil ich habe mich ja immer gefragt, so diese Inner Workings von YouTube, die kriegt man ja wirklich nur mit, wenn man auch Sachen hochladet. Und es ist wirklich so schlimm, wie die ganzen Leute sagen. Man glaubt es nicht, aber die Golden Age, wo du einfach hochgeladen hast, was du willst. Und das ist auch wirklich jedem angezeigt wurde, ist vorbei, würde ich immer sagen. Zurück zu GeoGuessr. Ich würde sagen, das hat so einen Vibe in Richtung Nordfrankreich. Ich kann es jetzt nicht pinpointen, warum. Aber ich weiß nicht. Ich würde sagen, eher irgendwo im Norden von Frankreich. Schauen wir mal. Ich glaube, man muss dann da den Pin setzen. Schauen wir mal. Also, wir gehen rein nach Frankreich. Gibt es da für Städte? Tours. Vielleicht ist es das. Tours. Ich sage einfach mal Tours, hey. Ich sage, das ist in fucking Tours. Und zwar eher hier. Okay. Es war in Versailles, Alter. 213 Kilometer weg. Naja, den allerersten Guess in diesem Spiel ever. Geht eigentlich. So, nächstes, das schaut irgendwie südlicher aus. London Bus. Steht schon London Bus, da muss es ja London sein, oder? Wenn es London Bus ist. Oder sehe ich da was falsch? Aber da ist Canberra. Dental Practice. Das ist die Frage, heißt es nur Canberra? Oder ist es in Canberra? Ich meine, von den Bäumen her hätte ich jetzt eher nicht London gesagt. Das kommt mir zu. Weiß ich nicht, das glaube ich nicht, dass es London ist. Superwine. Jetzt ist die Frage, auf welcher Seite fahren die Autos? Fahren die Autos, wenn es Australien ist? Warte. Die Autos fahren auf der linken Seite. Ja, die Autos fahren auf der linken Seite, oder? Ja, fix. Ja, also dann heißt es einfach Canberra aus irgendwelchen komischen Gründen, die ich nicht verstehe. Das ist auch das ägyptische Haus. Also wird es schon in London sein. Und zwar wird es sein in welcher
Welcher Dings von London ist es? Ja. Ja, wenn da schon so ein gemixtes Publikum ist, um es vorsichtig auszudrücken, ist es wahrscheinlich London. Weil ich glaube nicht, dass es in Dings so viele Moslems gibt. Ich weiß es nicht, es kann sein. Ich kenne mich nicht so gut aus für Australien, aber ich weiß, dass es in London relativ viel internationales Publikum gibt. Ja, und da sind schon die Gelben. Also es ist sicher London, aber vielleicht eher so ein Außenbezirk. Ich habe mich gerade geschreckt, wo ich mir gedacht habe, ich nehme nicht auf. Aber ich nehme mehr auf. Commonwealth Avenue. Commonwealth Avenue. Das ist die Frage, liegt es im Commonwealth oder heißt es einfach nur Commonwealth Avenue? Ich glaube, ich interpretiere da zu viel rein. Also es ist auf jeden Fall in London. Und zwar in. Ich sag, das ist ein bisschen, das ist da irgendwo, so ein bisschen außerhalb. So. Sage ich jetzt einfach mal. 26 Kilometer, Jesus. Das war ziemlich, Alter, für die zweite Runde, für die zweite Gesser-Runde war das richtig gut. Bruh. 26 Kilometer weg. Ich war in meinem Leben noch nie in Großbritannien. Jesus. Also, das war besser als erwartet. So, wo sind wir da jetzt daheim? Wo sind wir da jetzt daheim? Wie viel die Map? Wie kann ich die wieder weg tun? Die Map. Die Map weg, hey. Ach, wurscht. Tut die Map nicht weg. Ich weiß nicht warum. Ach so. So mache ich die Map klein. Okay. Das schaut irgendwie aus. Das ist mehr so Amerika-Vibe, oder? Wenn da sind sehr viele Trucks und so. Aber da ist auch. Das ist auch so Chinatown-mäßig irgendwie. Aber das sind amerikanische Autos. Amerikanische Autos. Also die Autos würde ich eher sagen Amerika auf jeden Fall. Da ist auch so komisch. Also ist das Chinatown irgendwo oder? Aber das sind Asiaten. Die schauen asiatisch aus. Jetzt ist es auch irgendwie Vietnam oder so. Aber Vietnam, hat Vietnam mit der. Ah, warte mal, blaue, 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 blaue. Ist das, könnte das Korea sein, hey? Blaue Kennzeichen? Das könnte doch Korea sein. Aber die Schriftzeichen schauen eher chinesisch aus. Puh. Also ich würde sagen, das, ja, das sind auch so, die schauen auch eher westlich aus. Also entweder das ist China, also das ist wirklich tricky jetzt. Es könnte Chinatown sein irgendwo. Aber es könnte genauso gut. Ah, da ist was. Welcome to Sibu. Hä? Also die Schriftzeichen schauen extrem chinesisch aus. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Der Mann schaut ja ein bisschen indisch aus, aber indisch. Da steht was in Handcraft. Aber wieso sollte es dann alles. Also das ist jetzt wirklich tricky. Also entweder es ist Chinatown irgendwo in Amerika. Ah, da steht was. Ah. Entweder es ist Chinatown in Amerika. In irgendeiner Stadt. Aber. Oder es ist.
Oh, das ist Korea, oder? Das schaut doch koreanisch aus. Aber die Schrift ist nicht koreanisch. Ich weiß, wie koreanisch ist. Malaysia. Da steht was von Malaysia. Malaysia. Ich schau mal auf der Map. Asia, North America, South America. Malaysia. Singapur. Ja, Singapur könnte es sein. Könnte es wirklich sein. Oder Kuala Lumpur. Vielleicht ist es auch Kuala Lumpur. Ich tippe einfach einmal auf Kuala Lumpur. Keine Ahnung. Alter, ich habe mich jetzt geschreckt. Ich habe gedacht, ich kann nicht weitermachen. Continue the game. So, wo war es jetzt wirklich? Wo ist das? Brunei? So ein Brunei. Ah, scheiße. Naja, aber war nicht ganz so close. Aber wirklich, oh Jesus Christ, was ist denn das jetzt schon wieder? Das könnte alles Mögliche sein, hey. Südamerika vielleicht. Also Europa ist es wahrscheinlich nicht. Ich würde mal sagen Südamerika. Oder. Südamerika oder irgendwie Afrika vielleicht. Irgend so. Ich weiß nicht, Afrika. Ich meine, Afrika kann auch. Aber für Afrika ist das nicht eher. Ja, ich kriege irgendwie so ein Südamerika-Vibe. Ich weiß auch nicht warum. Schauen wir mal, ob wir irgendwo Civilization sehen. Ist da irgendwie. Also, das sind keine europäischen Kennzeichen, ne? Ich kriege irgendwie ein Südamerika-Vibe. Aber Südamerika ist groß, gell? Jesus Christ. Tja. Also ich gebe mir jetzt noch eine Minute, nein, so 30 Sekunden ungefähr, weil ich will das auch nicht ewig in die Länge ziehen. Da sind so Gebäude, kann ich da rüber? Na, ich kann auch auf den Stand. Na doch. Ja, Vibes in Südamerika. Könnte genauso gut auch Afrika sein. Aber. Ja, diese komischen Blechhütten, das könnte auch Afrika irgendwie sein, gell? Aber Afrika ist groß, in Afrika gibt es alles Mögliche. Alles Mögliche gibt es in Afrika. Ja, komm. Guess jetzt einmal South America und zwar sage ich so Bolivien, so hier irgendwo so. Da. Wo war's? Ah, da oben war's, so an der Grenze zu Mexiko. Guatemala, so. Ich meine, der Südamerika-Vibe hat schon gestimmt. Aber es war halt ganz oben, gell? Na gut. Letzte Runde. Let's go. Oh mein Gott, was ist denn das? Sie schaut irgendwie europäischer aus. Auf welcher Seite wird gefahren? Fahren wird auf der rechten Seite.
Ich hätte irgendwie so Italien-Vibes jetzt irgendwie, aber für Italien, weiß nicht, ob da die Vegetation nicht so, was ist das? Ranicute. Ranicute, was könnte das für Sprache sein? Ranicute. So komische, so skandinavische Sprache vielleicht? Ranicute. Irgendwie habe ich Skandinavien-Vibes, aber Taxo, Taxo. Taxo. Klingt ähnlich wie Taxi, aber wer könnte es sagen? Die Schweden sagen sie ja nicht Taxo. Aha, was ist das? Mahe Kasikute. Na, das ist nicht Skandinavien. Fix nicht. Es könnte auch irgendwie so eine komische osteuropäische Geschichte sein, aber. Krieg irgendwie Zentraleuropa-Vibes. Warte mal, was ist das? Met el Tour, le Tour. Aber niederländisch ist es doch auch nicht. Hä? What the fuck? Geravaldus, was ist. Hä? Also. Alter. Keinen Plan, also ich gebe mir jetzt noch circa eine Minute zum Suchen. Aber ich habe wirklich null Plan. Eramar. Es ist eine relativ moderne Architektur, aber. Also da sieht man schon einmal, dass das irgendwo in der EU ist, weil da ist dieser kleine blaue Zapfen. Vielleicht sind es die Niederlande, hey. Ohne Scheiß. Es schaut relativ flach aus, neben am See. Würde mich zwar ends verwirren, wenn es die RMA, aber was soll es sonst sein hier? Es schaut mir eigentlich zu aufgelockert aus vom Wald her, als dass es jetzt irgendwie der tiefste Osten wäre, so nahe Russland. Schaut, ist mehr so, es ist nicht ganz so lieblich wie Italien von der Vegetation her, aber ich würde fast sagen Niederlande und es ist neben einem See in den Niederlanden. Ich lege mich jetzt einfach mal auf die Niederlande fest. Es ist so familiar irgendwo, aber auch irgendwie ein bisschen anders. Was ist da? Hey, was gibt's denn da noch für Länder? Pef, 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 Pef. Hef 3 Euro. Ja, Euro, Schweden hat Krona, Merivale. Ja, könnte alles Mögliche sein. Also wir gehen nochmal nach. Ist das Rumänien oder sowas? Also Polen ist es nicht. Skandinavien ist es auch nicht. Weißrussland. Tippe einfach mal auf Niederlande, auch wenn ich es nicht so genau weiß. Wo gibt's denn da einen See in den Niederlanden? Irgendwo einen See? Da gibt's ja fast nirgends einen See. Da gibt's so Seen und so Zeug. Sag mal, dass das da irgendwo ist. Let's go. Ja, wo war's? Gott. Oh Gott, das war in Estland. Ich habe mir gedacht, die Niederlande, die haben das mit den Es und Äs nicht so. Ja, 4 Sterne kriegst.
Scenic Views. Jesus Christ. Ja, Estland, Lettland. Ich habe mir gedacht so, hä, Niederländisch hat ja das mit den S und so nicht, aber... Oh my God. Gut. Game Breakdown und man kann nur einmal pro Tag spielen. Wie viele Points habe ich? 13.670 Points. Naja, geht doch. Gott sei Dank hat er da nicht die ganzen afrikanischen Sachen da abgefolgt und in den USA ist er da auch schwierig, gell? Anyway. Ich gehe mich jetzt beruhigen von der Aufregung, die mir der YouTube-Algorithmus beschert. Like and subscribe. Schade, dass man nur eine pro Tag spielen kann, weil jetzt wäre ich gerade irgendwie in the mood. Und ich habe jetzt auch nicht wirklich Bock, mir da einen zweiten Account zu machen. In dem Sinne, danke fürs Zusehen. Ciao.